Hier Wächter 2 an Ziffer 9. Bestätigt den Empfang und bereitet euch für den Abflug vor. Wir haben den Adler lokalisiert. Wächter 2, ihr seid fantastisch. Das bin ich. Und das hier werdet ihr lieben. Wir wussten, dass der Adler seine alte Basis aufgegeben hat. Aber erst als ihr die letzte Zelle neutralisiert habt, erfuhren wir die Details. Der Adler ist auf Hutter. Begebt euch dorthin, so schnell es geht. Also dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Zumindest für euch. Ich muss jetzt gehen, Ziffer, aber ich werde euch vor Ort weitere Anweisungen geben. Wächter 2, Ende. Signal empfangen. Sichere Funkverbindung hergestellt. In Ordnung, Ziffer. Jetzt wird es ernst. Seid ihr bereit, in das Nest des Adlers einzudringen? Darauf könnt ihr wetten. Der Adler und seine Männer haben sich in einer alten Raffinerie unter dem Fluss eingegraben. Ich übermittle die Koordinaten. Ihr werdet den Angriffstrupp führen. Militärische Verstärkung werden die Basis umstellen und euch hineinfolgen. Das Primärziel ist es, den Adler gefangen zu nehmen oder auszuschalten. Verstanden und bestätigt. Euer Sekundärziel sind die Vernichter. Die Terroristen haben damit begonnen, ihre biomechanischen Waffen über imperialen Welten in Stellung zu bringen. Sobald sie einsatzbereit sind, können sie vom All aus auf unsere Städte und Militärbasen feuern. Warum wurden die Waffen noch nicht aktiviert? Vielleicht sind die Vernichter noch nicht ganz ausgereift. Vielleicht ist die Aktivierung schwieriger als erwartet. Wenn ihr in dieser Basis seid, lasst niemand entkommen. Der Adler darf nicht weiter morden. Wächter 2, Ende. Agent, wir schließen unseren Austrittsbericht für den diplomatischen Dienst ab. 34 Seiten voller Sitzdiagramme, Botschafterprofile und Anhänge. Wir werden ihn unseren Vorgesetzten übermitteln und dann stehen wir euch Vollzeit zur Verfügung. Habt ihr nochmal darüber nachgedacht, die Diplomatie für den Geheimdienst zu verlassen? Wir werden es vermissen und es tut uns leid, die nicht beendete Arbeit abzugeben, aber sie werden es auch ohne uns schaffen. Früher waren wir dafür zuständig, Erstkontaktmissionen in neue Sternsysteme zu leiten. Wir haben ein paar ungewöhnliche Leute getroffen. Seit der Vereinigung mit den Killix hatten wir jedoch nur sehr wenige neue Erfahrungen. Es wird Zeit, unsere Horizonte zu erweitern. Ihr sagtet, bevor die Killix eure Abreise genehmigten... Ja. Wir werden eines Tages zurückkehren und dem Nest mehr bieten können als je zuvor. Bis dahin... halten wir uns an euch. Hey, ich habe Credits in der Tasche und ein paar Stunden frei. Sollen wir uns eine Kantine suchen, uns ein paar Drinks genehmigen und ein paar Prügeleien anfangen? Ist der Ärger schon fest eingeplant oder rechnet ihr nur mit dem Schlimmsten? Ein bisschen von beidem. Ich denke, wir könnten uns ein wenig besser kennenlernen. Außerdem brauche ich einen Partner. Ich sollte euch warnen. Wir werden trainiert, durch zechte Nächte auszuhalten. Ach ja? Dann los. Beeindruckt mich. Mit euch kann man mehr Spaß haben, als es den Anschein hat. Aber ich kann immer noch besser tanzen. Wenn ihr so weitermacht, klappt das hier vielleicht doch?
Wir gehen. Was ist los? Natürlich. Das Schwarmbewusstsein wird einen Weg finden. Perfektion ist mein Ziel. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Wir können nichts dafür, wenn Sie den Start verpassen. Erwischt es jeden.
Ich denke, noch dass einer. Sie sehr zufrieden sein werden. Sir, wir sind umstellt. Thurston und Gerald haben versucht durchzukommen, aber die Imperialen sind überall in den Sümpfen. Das sind sie. Verdammt. Ich habe Gerald versprochen, sie würde mit einem Detonator in der einen und einem Glas Branntwein in der anderen Hand sterben. Anscheinend hat sie mich zum Lügner gemacht. Es tut mir leid, Sir. Das muss es nicht. Ihr wart meine einzige Hoffnung. Jetzt findet einen Weg heraus. Ich komme bald nach. Schon gut, ich sehe euch. Ich konnte den Jungen doch nicht ohne Hoffnung gehen lassen. Habt ihr bemerkt, wie stark die Revolution ist? Zellen auf Nar Shaddaa, Tolatin, Molavar, Alderaan, Balmorra. Beeindruckend. Ganz egal, wie es endet. Was ihr beeindruckend findet, ist ganz einfach nur Terrorismus. Terrorismus ist nie einfach. Genauso wenig wie Rebellion oder Geheimdienstarbeit. Ich schätze mal, das ist euer Gebiet. Ihr seht nicht nach Militär aus. Verratet mir eins. Wie viel weiß das Imperium schon über mich? Was habt ihr mit euren Methoden herausgefunden? Wir haben alles über eure kleinen Orbitalwaffen rausgefunden. Eure Vernichter. Seht hinter mich. Das ist ein Vernichter. Die Technologie wurde auf Drom und Kaas und Balmorra entwickelt. Sie können überall produziert werden und 6 Dutzend sind schon bereit. Sie warten nur noch auf Befehle. Aber auch ohne die Befehle werden sie nach gewisser Zeit aus dem Orbit heraus blind auf Städte feuern. Die Vernichter sind nutzlos. Ohne euch ist die Bedrohung vorbei. Ihr seid nicht dumm genug, um das zu glauben. Ohne die Codes werden die Vernichter zwar unsere Ziele nicht treffen, aber Chaos und Tod werden trotzdem ein Zeichen setzen. Wir sind fertig. Möge einer von uns die ruhmreiche Zukunft des Imperiums erleben. Verdammt seid ihr. Selbst als wir umstellt waren und ich euch sah, dachte ich nicht, dass es so enden würde. Aber wie schon gesagt, es spielt keine Rolle. Die Vernichter werden sich aktivieren. Das Imperium wird brennen. Und ihr wurdet verraten. Wer hat mich verraten? Mein Unterstützer, der mir gezeigt hat, wie ich die Zellen vereinigen kann und die Vernichter entworfen hat, ist einer eurer Leute. Ein Verräter eures Imperiums hat uns die ganze Zeit geholfen. Eure Zivilisation ist so korrupt, dass sie sich selbst zerstört. Und jetzt verratet ihr alles? Was soll das bringen? Ich sehe den Samen der Zwietracht. Kurz vor dem Tag der Vernichtung. Lebt wohl. Genießt meinen Abgang. Detonator in Deckung!
Bereich gesichert. Geht es euch gut? Ziffer 9, hier Wächter 3. Seid ihr verletzt? Das war eine heftige Explosion. Etwas verkohlt, aber den Adler hat's schlimmer erwischt. Er war es wirklich? Fantastisch! Der Aufseher hat mich geschickt, um bei der Informationssuche zu helfen. Ich soll die Computer des Adlers hacken. Ich werde auch dieses Gerät hier prüfen. Ich glaube, es ist ein Vernichter. Ist das gefährlich? Eigentlich nicht. Die Vernichter sind für Angriffe aus dem Orbit gedacht. Aber man weiß ja nie. Ziffer? Ich habe ein paar vorläufige Informationen. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich habe gehört, was der Adler gesagt hat. Anscheinend stimmt es. Wenn niemand den Vernichter neue Befehle gibt, schlagen sie wild los. Sie werden auf zufällige Ziele feuern. Wer hat sich denn so eine Sicherung ausgedacht? Sie ist Teil ihres organischen Charakters. Ich glaube, ausgedacht hat sich das niemand. Es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe ihren Steuerungsmechanismus entschlüsselt. Mit den richtigen Codes kann man die Ziele der Geräte einstellen oder sie ausschalten. Der Adler hat eine Hälfte der Steuerungscodes auf seinen Computern gespeichert. Jemand anderes muss die zweite Hälfte haben. Der Adler sprach von einem Unterstützer. Ja, die Person aus dem Imperium. Ich bin nicht sicher, was das bedeuten soll. Ihr solltet nach Drum und Kars aufbrechen. Ich glaube, hier könnt ihr nichts mehr tun und der Aufseher erwartet euch im Hauptquartier. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Nun gut. Das Schwarmbewusstsein wird einen Weg finden. Ausgezeichnet. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für Sie tun könnte. Was gibt es heute? Kanonen auf Palmora. Wollen wir es hoffen.
lautet der Bestimmungsort. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich habe Informationen, die euch interessieren könnten. Ziffer 9 tretet ein. Das sollte eigentlich ein triumphaler Moment sein. Es ist eine bedeutende Leistung, den Adler auszuschalten. Aber die Krise ist nur noch schlimmer geworden. Die Vernichter könnten jeden Moment losfeuern. Ich verstehe, Sir. Wächter 2, Bericht. Die Moffs haben die Truppen in der Gegend in Alarmbereitschaft versetzt. Und es wird bereits nach den Vernichtern gesucht. Unglücklicherweise sieht es so aus, als könnten wir nur alle 5 Stunden ein Gerät finden. Es wird Wochen dauern, sie alle zu zerstören. Enttäuschend, aber keine Überraschung. Schadensprognose? Für jeden betroffenen Planeten gehen wir von 10 bis 50 Millionen Toten aus. 40% Militär, 60% Zivilisten. Selbst die niedrige Schätzung ist inakzeptabel. So ist es. Der Angriff würde nur als Schwäche des Imperiums aufgefasst werden. Um die Vernichter in großem Stil zu deaktivieren, brauchen wir die Steuerungscodes. Die Hälfte der Codes war auf den Computern des Adlers. Es ist anzunehmen, dass die andere Hälfte bei seinem Unterstützer ist. Ja. Der Unterstützer. Ein Mann, der laut Aussage des Adlers ein Imperialer ist. Ihr hört euch skeptisch an. Ich habe meine Zweifel, dass dieser Unterstützer wirklich eine hohe Stellung im Imperium besitzt. Eine solche Person könnte unmöglich unserer Aufmerksamkeit entgangen sein. Und doch dürfen wir die Möglichkeit eines Verrats nicht ausschließen. Darum auch dieses Geheimtreffen. Nur die Personen in diesem Raum sind eingeweiht. Ihr habt Wächter 3 nach Hutter geschickt. Er weiß auch Bescheid. Ein Versehen. Wächter 3 wurde instruiert, mit niemandem zu reden. Fahrt mit dem Bericht fort, Wächter 2. Der Adler hat regelmäßig Nachrichten an jemanden im Artus-System geschickt. Artus ist unbewohnt, ohne Ressourcen und weit ab der wichtigen Hyperraumrouten. Unser Unterstützer könnte sich dort gut verstecken. Ich möchte, dass ihr dort nach ihm sucht. Ihr müsst den Unterstützer des Adlers und seine Hälfte der Steuerungscodes finden. Wächter 2 wird sich dort mit euch treffen. Sie weiß mehr als jeder andere über die Vernichter. Ist das in Ordnung für euch? Ich tue, was ich tun muss. Eure Schiffe werden mit Tarnvorrichtungen ausgestattet. Sie überstehen nur einen Sprung, aber sie bringen euch unbemerkt ins Artus-System.
Danach solltet ihr die Basis des Unterstützers infiltrieren. Nehmt die Steuerungscodes der Vernichter an euch und beendet die Bedrohung. Wächter 2, das war alles. Wenn ihr mich vor der Mission noch sprechen wollt, findet ihr mich in meiner Station. Da ist noch eine Sache. Darth Sorit hat mitbekommen, dass ihr von Dromund Kaas zurückgekehrt seid. Sie will euch sprechen. Was könnte sie von mir wollen? Ich weiß es nicht. Sie erzählt nicht viel. Wenn ihr fertig seid, reist ins Artus-System. Das ist unsere einzige Chanceziffer. Wenn ihr scheitert, kommt uns das teuer zu stehen. Boah, verdammte Axt, wie lange dauert dieses erste Kapitel noch? Ich will das jetzt heute noch durchkriegen, ey. Verflucht. Bonus, Bonuserfahrung. Ziffer, ich bin froh, dass ihr vorbeiseht. Ich bin die Missionsparameter durchgegangen, habe die Steuerungscodes der Vernichter analysiert, die Scans des Artus-Systems. Wir stehen vor einem Geheimnis. Und ich hasse Geheimnisse. Vielleicht hasst ihr Geheimnisse, aber ihr seid ziemlich gut darin, sie zu lüften. Das bin ich. Und das gebe ich offen zu. Nennt mich ruhig eingebildet. Aber ich möchte wissen, dass meine Existenz einem Zweck dient. Was ist mit euch? Was geht in eurem Kopf vor sich, seit dieser Vernichtungstag-Countdown begonnen hat? Ich muss ständig daran denken, dass wir von jemandem verraten werden. Tut das nicht. Der Aufseher kennt alle Beteiligten und Lodent und ich können die psychologischen Profile auswerten. Wenn es einen Verräter gibt, finden wir ihn. Verdächtigt ihr niemanden von den Leuten hier? Das ist der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, Ziffer. Ich werde nicht weiter über diese Angelegenheit reden. Auf jeden Fall solltet ihr euch bereit machen. Die Vernichter werden nicht auf uns warten. Ich bin nicht schwer von Begriff. Natürlich nicht, Ziffer. Sobald ihr ins Artus-System aufbrecht, hänge ich mich an euch dran. Wir treffen uns dort.